Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, mit einem weiteren Glitch-Test aus Red Dead Redemption. Es gibt hier inzwischen mehrere Stellen, wo wir Schätze finden, die wir dann zum Glitchen nutzen können. Und das funktioniert eigentlich immer auf dieselbe Weise und ihr könnt es auch immer wieder wiederholen, wenn ihr wie folgt vorgeht. Ihr seht, ich bin hier jetzt an einem Schatztruhe, in der sich eine Brieftasche befindet, die immer 20 Dollar hat. Wenn ihr an der Stelle die quadratische Taste arretiert, also festsetzt mit einem Gummiband oder so, könnt ihr das sogar unlimited weiterlaufen lassen, weil wir hier keine Einschränkung haben. Ihr seht auch, ich bin inzwischen auf 390.000 hoch und mit 20 Dollar bzw. den 15 Dollar dauert es doch eine gewisse Zeit. Um den Glitch immer wieder durchführen zu können, geht ihr folgendermaßen vor. Ihr schließt zwischendurch mal die Schatulle, geht dann auf Plündern zum Beispiel, wenn ihr es wieder ausführen wollt, dann ist dieser Brief nämlich dann da. Und bevor ihr euch jetzt bedient, legt ihr einen Safe an. Diesen Safe laden wir dann sofort wieder und dadurch funktioniert oder wird der Glitch aktiviert. Dadurch kommt es zu dem Fehler. Je nachdem spawnen wir jetzt in der Nähe, was weiter weg über einen Fluss, manchmal auch etwas näher, zum Beispiel über dem See. Wir befinden uns jetzt hier im Norden von Rhodes bei diesem Glitch, und zwar hier unten seht ihr Rhodes, hier unten bei der Bahnstation, und hier oben ist der Hehler, und hier bei dem C findet ihr den Baumstumpf. Wir sind also jetzt im Augenblick beim Hehler gespawnt, wir müssen aber hier rüber. Es ist auch hier in der Nähe von dem Kojoten. Ich glaube, das ist der legendäre Kojote. Den habe ich noch nicht erlegt. Ihr seht, der ist noch nicht durchgestrichen. So. Wir begeben uns zu unserem Pferd. Na komm. Was ist denn das für eine süße Kutsche? Reiten wieder zu unserer Kiste hin. Da müsst ihr jetzt hier vor dem Baum, geht da kleines Wegchen ab. Ups, das war ein bisschen heftiger. Na komm. Hier an den Häusern vorbei oder durch. Eigentlich müssen wir nur unterhalb, wie ihr seht, hier vorbei und in dieses kleine Ding rein. Können jetzt an die Kiste rantreten und haben nur noch die Brieftasche drin. Können jetzt also das Ganze schön in einem Fort ausführen und wenn ihr eben die quadratische Taste irgendwie festsetzt mit einem Gummiband, wie gesagt, oder zum Beispiel sie einklemmt,
läuft das Ganze auch mal eine ganze Nacht durch. Vielleicht solltet ihr nicht wie ich den Fehler machen, beziehungsweise das riskieren, hier so unendlich hohe Beträge einzumachen, aber wir sind ja im Singleplayer. Das ist eher dann im Multiplayer wahrscheinlich der Fall, dass das riskant wird. Ah, ihr seht, es läuft einfach jetzt unendlich durch. Und ich schließe auch die Schatulle jetzt dann wieder, um ihn später wieder zu aktivieren, diesen Glitch. Geh ans Fertig. Und zeige euch, wo wir noch einen weiteren ähnlichen Glitch haben. Beziehungsweise, das habe ich euch ja in dem anderen Video schon gezeigt, der ist in der Nähe unseres Lagers. Dafür müssten wir jetzt aber da ganz nach oben. Hier, der befindet sich hier in der Gegend von unserem Lager. Also unser Lager ist hier rechts. Na, da. Und der Glitch befindet sich hier unten im Sheriffbüro. Da müssten wir jetzt also eine ganz weite Strecke zurücklegen dafür. So weit ist es jetzt auch nicht. Aber ich mache das Ganze lieber, indem ich einfach nach Valentine gehe. Also, ich gehe aus dem Ganzen raus und reite runter in den Ort. Hopp. Ich finde, das ist hier auch eine wunderbare Jagdgegend, wenn ihr ganz am Anfang seid, um ein bisschen was aufzubauen. Begebt euch hierher. Welcome back. Und nicht die Valentine, nicht eine falsche Station. Okay, safe travels. Später dann mit dem Schnellreise wird es natürlich noch viel angenehmer. Aber so weit bin ich noch nicht. Ah, komm her. Hey, Buddy. Can I get a buck, Mister? Okay, boy.
niemanden überreiten. Das gibt immer kein gutes Ende. Und mit so einem Vermögen schaue ich dann natürlich immer, mein Kopfgeld so schnell wie möglich loszuwerden. Den Trick, dass ihr dann einen Teil der Goldbarren, bevor ihr zum Healer geht, erstmal nochmal im Lager abgebt, habe ich euch ja schon gezeigt. Ihr könnt auch hier oben gleich rüber, müsst gar nicht runter ins Tal, um zu dem Sheriffbüro zu kommen. Also unterhalb vom Abbruch kann man einfach runterreiten. Da ist eine Stelle, wo man ab und zu ein bisschen springen muss. Und hier sind wir schon beim Gefängnis. Und hier auch schon beim Sheriffbüro. Oh, wir gehen an die Schatulle ran. Schließen Sie erstmal. Die habe ich jetzt noch nicht geschlossen. Dann gehen wir auf Plündern. Checken die ganze. Der Brief ist da. Also ihr seht hier Broschüre für Pferdestimulanz, und machen jetzt wieder unseren Safe-Trick. Ich werde heute mal schauen, wo ich noch andere Kisten finde. Aber das sind jetzt die zwei Locations, die ich bisher habe. Und bei beiden funktioniert es eben genauso. Ich gehe jetzt dann auf Reload. So, lauf den Berg wieder runter. Na, wo sind wir? Da oben sind wir. Come on. Bin allerdings schon runtergelaufen, bevor das Pferd kommt, meistens. Na komm. Geh an die Kiste ran und lade mich mit Goldbarren voll. Solltet ihr mal nur zwei Goldbarren haben, dann habt ihr leider den Glitch zerstört. Dann ist er auch nicht mehr aktivierbar. Passt da also auf, dass er nicht zu früh ans Plündern geht und nehmen geht, sondern immer das mit diesem Safe-Trick machen.
Ihr seid auf der sicheren Seite, wenn er zwischendurch die Schatulle einfach schließt, dann verwechselt ihr da nichts. So wie ich es auf der anderen Stelle gemacht habe. Das zur Fitness beiträgt, wenn er sich so oft bückt, ha? Oder kriegt er Bandscheibenbeschwerden? So, wir können nicht mehr laden und wir schließen die Schatulle. Wenn ihr jetzt wieder auf Plündern geht, müsste eigentlich die Broschüre wieder drin sein. Seht ihr? Die ist dann wieder drin. Die nehmen wir nicht, weil dann ist es zerstört. So. Okay, boy. Let's go. Und es geht zurück nach Rhodes, weil wir ja jetzt zum Hehler müssen, um das Gold in Geld umzutauschen. Oder ihr macht den Umweg nochmal am Lager vorbei, um denen sozusagen erstmal einen Anteil von diesem Vermögen zukommen zu lassen. Haben wir wohl ein Tier überritten. Valentine, also wir reiten nicht nach Rhodes, sondern wir reiten erstmal nach Valentine, um dann mit dem Zug nach Rhodes zu fahren natürlich. Könnte sein, dass ich das gerade andersrum gesagt habe. Also, dass wir nach Rhodes reiten. So. Fahrkarte. Und Zugfahrkarte. Nach Rhodes. Have yourself a nice trip. So, jetzt bloß nicht wieder Fahndung. Ich löse manchmal beim Aussteigen plötzlich fange ich Schießen an oder sonst irgendwas. Muss man natürlich immer Obacht geben. Jetzt müssen wir erstmal zum Hehler und schneller kommt ihr eigentlich nicht zum Hehler und könnt den Goldbarren-Glitch eigentlich auch nicht ausführen, weil wir jetzt wirklich hier nur die kleine Kurve gehen müssen und schon sind wir beim Hehler.
Da es bei mir aber nichts ausmacht, dass ich einfach AFK glitche, ist es natürlich so. So. Nicht zu schnell einreiten, weil ja hier diese ganzen Viecher sind. Und selbst ein Hühnchen zu erschießen, nee, zu überreiten, bringt schon Fahndung. Das finde ich ein wenig übertrieben. Da sollte man zumindest mal die Chance bekommen, uns zu rechtfertigen oder es gleich zu bezahlen. Aber das geht ja auch. Hier haben wir unser Fenster. Ich bin am Anfang immer an die Vordertür gerannt und dachte mir, ich hätte noch nicht aktiviert. So, wir verkaufen unsere Goldbarren. Insgesamt haben wir jetzt also nochmal $15.000 gemacht. Und ich bin bei über 400.000 inzwischen. So. Ich gehe gleich hier unten raus. Komm her. Na komm. Kommst du her? Wir reiten zur anderen Location. Komm an. Hier ist der legendäre Coyote auch zu finden. Ob ich euch jetzt Videos von der Jagd nach den legendären Tieren mache, ich denke, da habt ihr bei anderen mehr Glück, die besser in solchen Jagd und Schießen und Erlegen sind und schon weiter in der Story beim Scharfschützengewehr. Euer Bogen müsst ihr da einfach dementsprechend. Wir sind schon wieder mal in der Nacht gelandet. Eieiei. Gehen jetzt hier an die Schatulle, die schon wieder offen ist. Die hatte ich zugemacht, das wisst ihr selber. So, wir machen die Schatulle zu. Wir machen die Schatulle auf. Der Brief ist da. Wir machen unseren Safe-Trick und sind jetzt auch gleich am Ende dieses Videos. So, einmal überschreiben. Einmal laden. Nochmal hinreiten und dann kann es losgehen. Schreibt es mir doch bitte rein, ob das euch zu langatmig ist, so die ganzen Glitches, wenn ich die check. Ich hoffe nicht. Ich finde einfach, man sieht so ganz genau, ob das, wie schnell ihr zu Geld kommt und wie schnell die funktionieren, ohne irgendwelche Beschönigungen durch Schnitte, ist es doch eigentlich viel besser, oder? Nicht? Beim Baum geht es runter ins Tal. Dann bei dem Felsen oder zwischen diesen beiden Felsen. So. Treten wir an die Kiste heran, nehmen unser Gummiband und es geht los. Mit Kniebeugen. Lasst mal ein Like da,
vielleicht sogar ein Abo. Ich werde diesen Glitch immer wieder überprüfen, in regelmäßigen Abständen, so ein, zwei Wochen. Und schaue, dass ich zwischendurch natürlich auch mich entsprechend mit schönen Sachen eindecke und jetzt dann irgendwo weitere Schatullen finde, bei denen wir uns so bedienen können und reich werden. Viel Glück und Spaß, euer Lance!